Ein Elefant in Kenia am Fuße des Kilimandscharos. Jahrzehntelang hat er Dürren überlebt und ist Wilderern entkommen. Doch jetzt könnte er dem weltweiten Hunger auf Avocados zum Opfer fallen. Eine riesige Plantage soll nahe dem Amboseli-Nationalpark entstehen. Umwelt- und Tierschützer sehen das mit Sorge. Der Lebensraum von 2000 Elefanten sei bedroht. There are two farms there. Es gibt hier zwei Farmen. Beide liegen mitten im Gebiet der Wildtiere. Wir wissen, dass einige Gebiete den Elefanten als Kinderstube dienen. Sie kommen aus dem Nationalpark, bringen den Nachwuchs zur Welt und verlassen das Gebiet wieder, wenn die Jungtiere laufen können. Wenn hier eine große Farm entsteht, dann geht dieser Platz verloren. Der Elefant muss sich dann einen anderen Ort suchen. Das Agrarunternehmen Kiliavo Fresh bekam im vergangenen Jahr grünes Licht für den Avocado-Anbau auf dem Land, das die Firma den Maasai vor Ort abkaufte. Die Eigentümer sagen, dass das Gebiet nicht von Elefanten aufgesucht wird. Land ist eine weitere Quelle für Kapital. Es sorgt für Beschäftigung bei den Menschen vor Ort und sogar darüber hinaus, denn viele Menschen in Nairobi und anderen Städten sind von der Landwirtschaft abhängig. Durch die weltweite Nachfrage nach Avocados sind Kenias Exportzahlen in die Höhe geklettert. Doch nicht jedem gefällt das Geschäft des Agrarunternehmens Kiliavo Fresh. Viele fürchten, dass weitere Konzerne folgen könnten auf der Suche nach lukrativen Geschäften.